Großer Jubel beim TTC Weinheim. Der Bundesligist schlägt den TSV Schwabhausen mit 6:2. Damit beenden die Damen die Hauptrunde auf Platz 1. Der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Ich glaube, wenn uns am Anfang der Saison gesagt hätten, dass wir hier als Tabellenerster vom Tisch gehen, das hätten wir alle sofort unterschrieben und niemals für möglich gehalten. Ich glaube, das müssen wir jetzt wirklich erstmal verarbeiten, weil das einfach wirklich für Weinheim so etwas Großes ist. Dabei beginnt das Duell der beiden Mannschaften sehr ausgeglichen. Beide Teams können zunächst die Eindoppel für sich entscheiden. Den Grundstein für den späteren Sieg legen Bruna Takahashi und Johan Wan mit ihren Erfolgen im Einzel. Also gerade die ersten Spiele hätten alle auch in die andere Richtung kippen können. Aber wie schon die ganze Saison zeichnet uns aus, dass wir wahnsinnig fokussiert sind, in den entscheidenden Phasen dann oft das Quäntchen Glück auf unserer Seite haben und ja vielleicht den Tick Willen mehr, dieses Spiel dann eben auch noch heimzuholen. Und auch das hat uns heute wieder ausgezeichnet. Dazu zeichnet sich die Mannschaft aber auch durch ihren Zusammenhalt aus. Und das, obwohl die Spielerinnen durch Reisen für internationale Wettbewerbe nicht oft zusammen trainieren. Doch wenn sie sich sehen, geht es um mehr als die Übung an der Platte. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir teilweise bis 2 Uhr nachts zusammen an einem Tisch gesessen haben, gekocht haben und geredet haben, gequatscht haben. Und so ist es eigentlich immer, wenn wir uns hier sehen, vielleicht nicht immer so spät, aber dass wir einfach so ein super, dass wir uns so super verstehen und das macht, glaube ich, sehr, sehr viel aus. Deswegen bleibt das Team auch in der kommenden Saison fast komplett zusammen. Lediglich Georgia Piccolin verlässt den Verein. Dafür kommt die ehemalige Weinheimerin Daria Trigolos zurück. Ich habe mich dafür stark gemacht, dass wir das hinbekommen, mit Christian Seger zusammen, das Team mehr oder weniger so zusammenzuhalten, weil es einfach extrem wichtig ist, dass der Zusammenhalt passt, dass das Team sich auch gut untereinander versteht. Und zum Glück haben wir das geschafft, auch nächste Saison fast in unveränderter Besetzung wieder an den Start gehen zu können. Aber an die kommende Saison denken die Spielerinnen noch nicht. Jetzt geht es erst einmal um den maximalen Erfolg in dieser Spielzeit. Durch Platz 1 in der Hauptrunde hat sich der TTC direkt für die Halbfinal-Playoffs qualifiziert. Der Traum vom Finale lebt. Also als Tabellenerster hofft man natürlich jetzt auch, dass man in den Playoffs gut performt und es ins Finale schafft. Aber man muss auch ehrlich zugeben, die anderen Teams sind auch wirklich sehr, sehr gut. Und es wird unfassbar schwer abwarten, gegen wen wir spielen. Und dann werden wir genauso wie in der Runde auch alles geben. Und hoffentlich können wir ein paar Teams ärgern. Für die Spielerinnen stehen jetzt erst einmal internationale Spiele und Turniere auf dem Programm. Die Halbfinal-Playoffs beginnen dann Anfang Juni und da hat der TTC Weinheim Großes vor.